Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Immer noch sind wir am Start. Und zwar bei der nächsten Review der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal wieder um den großen Solarpanel-Akku. Und zwar dieses Mal Solarpanel mit eingebauter 10.000 mAh Batterie bzw. Akkukapazität. An sich kann nichts Neues, keine Neuigkeit, ne? Es gibt ja die Solarpanels so an sich schon in allen Größen und Variationen. Und Powerbanks gibt es extra. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so ein Teil hier noch gar nicht so richtig gesehen. Das war sozusagen das erste jetzt. Und zwar, das ist das Solarpanel mit integriertem Akku. Ja, wie das Ganze so aussieht, schauen wir uns jetzt mal so an. Wir haben hinten auf der Rückseite bloß noch kurz erklärt. Und zwar haben wir hier das Modell DA69 Solar Charger 12 Watt. Also das Solarpanel hat 12 Watt Leistung. Solarpanels 2, also es müsste zwei oder dreimal ausklappbar sein. Dann haben wir USB-Charging, das heißt, wir können es über Solar chargen, laden bzw. über USB. Und es soll hocheffizient sein. Gut, ich meine, mit 12 Watt ist besser als gar nichts, das muss man mal sagen. Und besser als die Solar-Powerbanks mit 0,7, 0,8 oder 1 Watt. Das bringt ja meistens nicht viel. Ja, Output haben wir hier 2,4 Ampere maximal auf zwei USB-Ports. Hoffe ich jetzt nicht verteilt, sondern ich denke mal je Port 2,4. Wie das Ganze so aussieht, müssten wir uns jetzt mal anschauen. Und zwar im Detail. Wir gucken an die Packung direkt rein hier. So, hier haben wir also erstmal das Solarpanel. Und wenn wir das rausnehmen, sehen wir nur noch eine Garantiekarte. Nee, das ist die Bedienungsanleitung. Die brauchen wir aber eigentlich nicht, weil es ja nicht schwer zu bedienen. Darum hat die auch nur zwei Seiten, so wie es aussieht. Drei Seiten, vier Seiten. Okay, wenn man es so will, drei Seiten. Okay, auf jeden Fall haben wir hier das Solarpanel. Das Solarpanel ziehen wir hier mal raus. Es sieht schon mal ein bisschen anders aus, also es ist ein bisschen größer, nicht ganz so kompakt, weil man jetzt hier eine Dicke hat, weil ja die Powerbank irgendwo Platz finden muss. So, von vorne, so rum gesehen, haben wir hier nochmal die Aufschrift 12 Watt Solarpower, 10.000 mAh Lithium-Polymer-Batterie. Und das Ganze ist also hier im Klappmechanismus drinnen. Oh, guck mal, das finde ich ja schon mal gut. Das hatten die anderen paar, das hatten die kaum, ne? So eine kleine Schutzfolie zwischen den Panels, nicht dass da irgendwas mal kaputt geht. Man weiß ja nie. Da reicht ja ein kleiner Stein, zack, direkt Splitter und ruckzuck kaputt. Ja, also zweimal ausklappbar, wie wir das Ganze hier so sehen. Und siehst du, den Akku haben wir also auf der Rückseite montiert. Hier haben wir, glaube ich, noch ein kleines Standbein, wenn ich das richtig sehe. Oder was soll das sein? Ja, ich glaube schon. Das kann man dann hier. Ach, guck mal, ist ja mal geil gelöst, muss man ja mal sagen. Kann man das Ganze hier so mit Schnüren befestigen? Und ich glaube, das ist bisher die intelligenteste Methode zum Befestigen der Teile, weil alle anderen Solarpanels, wirklich ausnahmslos, die ich bisher schon mal geguckt habe, angepasst habe, hätte ich fast gesagt, also ausprobiert habe, die hatten einfach nur so einen normalen Fuß und kein so ein Band dazwischen, also keine Stabilität, ne? Hier bei dem Ding ist schon ein bisschen besser, weil hier kann das ja nicht weiterrutschen. Ich habe das ganz oft gehabt, wenn das locker war, passierte nämlich Folgendes. Auf glatten Oberflächen haben die eine Grätsche gemacht, ja. Und dann passiert das nicht so wie bei denen. Hier idealer Winkel auch schon voreingestellt, sondern die sind dann einfach nach oben hochgeklappt und dann war es das auch schon wieder. Und das ist natürlich eine sehr ärgerliche Sache. Gucken wir uns das Ganze mal an, wie wir hier das Solarpanel also so einstellen können. Finde ich persönlich schon mal sehr, sehr gut. Gleich von vorne gesehen haben wir hier, wenn wir das so aufklappen, Moment mal. So, weiter geht's. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal die schönen Schlaufen. Die können wir dann also individuell, egal von welcher Seite, benutzen, indem wir das Ganze hier mit Karabinern befestigen. Was ich hier ein bisschen. Ach nee, Moment, bevor ich sage, schade finde. Die sind bestimmt hier drin in der Tasche. Kann man die Karabinerhaken nämlich nutzen. Doch keine drin. Was soll das? Na, hier bin ich jetzt ja ein bisschen durch den Wind. Wie geht denn das? Und wo ist hier eigentlich der Akku drin? Ist der Akku hier irgendwo drin verbaut? Das ist ja auch eine witzige Sache. Gut, wie dem nun auch sei. Jedenfalls, normalerweise gibt es da Karabinerhaken zu. Ist eigentlich so Standard bei allen anderen Solarpanels. Hier gibt es die also nicht. Tja, dann können wir also nur mal schauen, wie das Ganze so hier aufgebaut ist. Habe ich hier irgendwas übersehen? Wo ist hier dieser Akku verbaut? Hä? Nee, es muss hier drin sein, ne? Na gut, wie dem auch sei. Gucken wir mal ganz kurz. Wir haben hier eine Power-Taste. Und die Power-Taste, wenn wir da einmal drauf drücken, sagt die uns natürlich, wie viel Leistung der Akku noch hat. Der ist jetzt hier auf ca. 50%
geladen. Und das Interessante jetzt hieran ist, wenn man mal schaut, wie flach die Powerbank eigentlich ist, also sprich eigentlich wie flach jetzt hier das Solarpanel ist. Ich weiß gar nicht, wo der Akku sitzt. Ich zeige euch mal spaßhalber eine Slim Powerbank von Easy Egg. Ja, die ist eigentlich wirklich ziemlich dünn. Hat 10.000 Milliampere? Ja, 10.000. So, normalerweise müsste die ja eigentlich hier hinten so drinne sein. Aber wir haben hier also irgendwo einen internen Akku. Ich weiß gar nicht, wo der sein soll. Hier müssen also irgendwo Zellen verbaut sein. Hier werden sie ja nun nicht reinpassen. Das ist die Schaltelektronik. Tja, das ist ja mal. Die muss ja hier drin sein. Das verblüfft mich ja nun doch mal ein bisschen. Oder soll ich jetzt hier normalerweise? Nee, das ist doch eigentlich, wird doch damit geworben, dass die 10.000 hier schon drin sind. Wir schauen uns das gleich mal an. So, Anleitung hervorgezückt. Unschärfemodus auf 9.000. So, da steht es jetzt aber auch. Also keine 1.000 Milliampere, sind wirklich 10.000, werden hier geworben, ja? Das 12-Watt-Panel, zwei USB-Ports, das ist alles klar. 639 Gramm wiegt der Spaß jetzt hier. 10.000 Milliampere. Achso, wir können auch einfach in den deutschen Bereich reingehen. Das ist wahrscheinlich noch einfacher. Da brauchen wir halt nicht ewig um den heißen Brei drumherum reden oder lesen. Tja, so sieht das Ganze hier aus. Überspannungs-, Überladungs-, Tiefenentladungs- oder Überbelastungs- und Kurzschlussschutz. Ist ja auch sehr witzig. So, was haben wir noch? Achso, gibt es jetzt hier eigentlich noch was oder war das jetzt hier die einzige kleine deutsche Seite? Das war's schon, ne? Mehr gibt es hier nicht. Gut. Das ist ja auch keine schlechte Sache. Dann gucken wir uns das Ganze mal an, spaßhalber mit einem Multimeter. Das interessiert mich jetzt ja nun doch mal. Wir klappen das einfach mal zusammen und schließen jetzt hier Multimeter einfach mal an. Was passiert denn da? Gucken wir mal. So, rumgerät das Ding. Den müssen wir also manuell einschalten, wie ich gerade sehe. Es sei denn, er hat einen Komponentenanschluss. Wenn ich das Teil per Strom anschließe, dass er dann automatisch einschaltet. Das sehen wir gleich. Aber er hat es nicht. Das heißt, ich drücke drauf und er fängt sofort an zu laden. Das Ganze funktioniert mit einer anderen Easy Egg Powerbank. Die hat einen Max-Eingang von 2 Ampere, maximal 2 Ampere Eingang und wir sind bei 1,9. Cool. Das ist schon mal nicht weiter schlecht. Ah, aber wir sind sofort abgerutscht. Und zwar von 50% auf. Naja, weiß ich nicht, unter 50% auf jeden Fall. Ich denke mal, wir werden uns jetzt bei 48% und abwärts bewegen. Aber 2 Ampere kommen also schon mal locker raus. Das ist schon mal eine super Sache. Kannst du nicht weiter meckern. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ich war doch der Meinung, gelesen zu haben, hier stand doch drauf, oder ist das so nicht gemeint gewesen, dass man die integrierte Powerbank eigentlich auch so wieder aufladen kann per USB, oder? Wir haben jetzt hier auf dem Karton hinten stehen. USB Charging, also das wird der Ausgang gemeint sein. Charge, Strom auf Batterie, heißt es doch eigentlich, oder nicht? Wo ist denn dann hier der Eingang? Gibt es denn hier etwa keinen Eingang per Micro-USB? Oder wie soll das funktionieren? Weil hier ist doch ein Kabel dazu. Bin ich jetzt ein bisschen blind? Wo ist der Eingang? Der gibt's hier gar nicht. Das wird wahrscheinlich wirklich so gesagt sein, dass dieses Teil wirklich nur über Solarpanels laden kann und der integrierte Akku halt als Pufferspeicher benutzt wird, damit halt eine Powerbank simuliert wird. Aber wir haben doch hier auch noch. Ach so. Wir haben doch hier auch noch. Moment, das Teil mal raus. Sehe. Was ist das? Ein Witz? Kann ich das rausnehmen? Nee, kann ich nicht rausnehmen. Ich habe doch hier noch eine LED verbaut, ne? Gucken wir mal. Gedrückt halten. Passiert auch nichts. Hä, was soll das denn sein? Oder ist das einfach nur dafür, falls die Sonne drauf scheint, dass ich sehe, dass es rot leuchtet und lädt? Das ist ja eine witzige Angelegenheit. Fragen über Fragen hier bei diesem Solarpanel, was so richtig keinen Sinn ergibt. Fakt ist, Micro-USB kann ich drehen und wenden, wie ich will, kann ich hier nirgendwo erkennen. Wie gesagt, ich frage mich ja auch, wo die Powerbank hier landen soll. Na, das ist ja auch ein Witz. Das ist wirklich ein Witz, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. Und zwar hier oben links. Was haben wir denn da nochmal? Im Überblick. So. Original Kabel benutzen, das ist klar.
Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie erklärlich, warum, wieso, weshalb. Aber einen Eingang gibt es hier auch nicht. Wir haben hier wirklich nur den Ausgang mit USB 2 Anschlüsse. Ausgabe, keine Eingabe. Also somit kann der wirklich nur entladen werden und lädt sich anscheinend dann also nur auf per Solarschaltung. Das ist ja jetzt hier ein Witz. Ich muss es mal ganz kurz in der Sonne halten und dann werde ich sehen, wofür die LED da ist. So, also Problem ist tatsächlich gelöst. Diese LED hier ist tatsächlich nur dafür da, dass es rot leuchtet und ihr seht, wann geladen wird. Wir versuchen uns das Ganze jetzt einfach mal anzuschauen. So, wir gucken mal. Ich gehe jetzt mal Richtung Licht. So, zack. Hier ist auf jeden Fall ausreichend und genügend Licht. Richtung Fenster. Ruckzuck fängt das Teil an, sofort zu laden. Und wie das Ganze so aussieht, guck mal hier. Da sieht man das. Die blauen LEDs blinken also auch. Das heißt, gehen wir wieder weiter von weg. Zack, lädt er nicht mehr. Die rote LED geht an der Stelle wieder aus. Ist ja auch eine sehr, sehr schöne Sache. Gut, also wissen wir auf jeden Fall, wozu das Ganze schon mal da ist. Jetzt haben wir hier die beiden blauen LEDs. Schwierig ist es jetzt hier natürlich, die Kapazität des Akkus zu messen. Hier muss man also das Teil erstmal, ich hoffe nicht, tagelang in die Sonne legen. Ich weiß auch gar nicht, wann der voll ist. Ich werde es heute mal nutzen. Heute ist schönes Wetter. Heute scheint tatsächlich mal wieder die Sonne. Dann werde ich das Ding einfach in die Sonne packen und dann bin ich gespannt. Also entweder wurde hier bei mir was vergessen. Dann muss ich tatsächlich nochmal bei Amazon reinschauen, ob da irgendwie nochmal Karabinerhaken dazu gewesen wären oder nicht. Ansonsten habt ihr gesehen, das Teil ist wirklich super kompakt gebaut. Aber ich komme drauf, ich verstehe überhaupt gar nicht, wo der Akku hier sein soll. Man muss sich das mal hier vor Augen halten. Die Tasche ist aufklappbar. Hier ist ganz normales Panel drin. Selbst dann, wenn ich es so flach drücke, hier ist sogar kein Platz für 10.000 mAh. Das Ding müsste hier mindestens so ein Teil drin haben. Das verstehe ich nicht. Ich meine, ich könnte jetzt hier natürlich den Speicher noch erweitern auf 20.000 mAh, theoretisch, indem ich jetzt hier laden lasse, den internen 10.000 mAh Akku per USB hier anschließe, die 10.000 mAh, ich weiß nicht, mit Kompatibilitätsproblemen auf vielleicht 6.000, 7.000 mAh hier reinlade und dann den 10.000er innen drinne, wenn er denn wirklich so viel hat, nochmal aufladen, wieder entladen in die Powerbank, so dann habe ich einen Dualspeicher, wenn ich das so will. Ne? Passt auch perfekt rein. Das heißt, trotz 10.000 mAh intern haben wir jetzt hier viel Platz drinne. Und das Teil, wie gesagt, würde immer noch, jawohl, schmeißt das Stativ mit um, würde immer noch stabil mitstehen und würde nicht mit umfallen. Tja, alles in allem mal eine tolle Sache. Das ist wirklich die erste große Solarpanel Powerbank, will ich mal so sagen, die ich jetzt hier so gesehen habe. Bei solchen wird es ein bisschen schwieriger. Alles, was jetzt hier die Kapazität von 16.000 aufwärts hat, ist halt ein bisschen kompliziert. Die kriegt man halt zwar gerade so hinten rein, aber dann wird sie halt sehr unhandlich. Und dann denke ich mal, macht man lieber so eine flachen Powerbanks hinten rein, weil an der Stelle bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass da keine Bruchgefahr des Panels ist. Bei diesen hier, die so leicht angerundet sind, nicht, dass da mal was drauf fällt, irgendwas Schweres, da macht es kurz mal klack, dann sind die hin. Dann lieber so eine flachen, die stabilisieren hinten dieses ganze Teil noch mal ein bisschen und dann ist es erledigt. Aber wie gesagt, stutzig macht mich das. Ich meine, das ist schön outdoormäßig gedacht, dass man das Teil wirklich nur zum Aufladen benutzt, aber es ist nicht mal Micro-USB-Anschluss. Ich meine, ich habe hier eine Elektronik drin, warum nicht? Gut, viel gefachsimpelt, wenig herausgefunden, so wie das Ganze aussieht. Ich meine, das Teil hat auf jeden Fall alles, was man braucht. Es hat zwei große, ordentliche Panels. Es ist sehr klein und kompakt gehalten, das muss man sagen. Es hat halt nur 12 Watt, klar. Gucken, wie lange die Panels damit brauchen, den Akku aufzuladen. Die Panels aber an sich sind sehr gut verarbeitet, die stecken hier gut mit drinne. Wir haben keine Karabiner, was mich echt ein bisschen ärgert, muss ich sagen, weil sonst sind die immer dabei gewesen. Und dann konnte man mit den Karabinern das Teil auch hinter der Autoscheibe befestigen und muss das nicht die ganze Zeit draußen irgendwo lagern. Auch wenn die Effizienz hinter der Autoscheibe nicht so hoch ist, hat man es dann auf jeden Fall im sicheren drinne, wenn man mal den Zeltplatz auf Festivals oder dergleichen verlässt und das Teil wird nicht gleich gemopst. Denn sonst hat man natürlich das Problem, man kommt zurück und hat gar keinen Strom mehr. Ne? Ja, das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Die Betriebsanleitung hätten sich auch klemmen können. Da ist wirklich nicht viel drin zu sehen und zu hören, außer das, was ich schon vorher wusste. Wenn wir hier die beiden Ausgänge parallel natürlich haben, kommen da natürlich niemals 2,4 Ampere raus. Wir haben es jetzt schon gesehen, 2 Ampere auf dem einen Port ist schon mal nicht schlecht. Aber das war es dann aber auch schon an der Stelle.
Ein allerletzter Test fällt mir gerade noch ein, weil ich festgestellt habe, das zweite Multimeter kann ich sowieso nicht testen, weil wenn ich das anschließe, passt das nur so rum rein und so rum müsste es sein, sonst sieht man den Display ja nicht. Also Pech gehabt. Ich mache jetzt einfach mal Folgendes. Wir gehen jetzt einfach mal direkt hier mit einem Ausgang ran und gucken tatsächlich mal, was der maximal rausbläst pro Seite. Und zwar angeschlossen an die beiden Powerbanks hier von Easy Egg. Einmal die 16er und einmal die 10er. Jetzt dann anschalten, kurzes draufdrücken. Und wir gucken mal. Und da zeigt das uns also auch schon direkt an. Das heißt, die beiden Dinger laden jetzt hier. Hier unten blinken sie. Und er pendelt sich ein bei ungefähr 2,3 Ampere. Kann man gelten lassen, so denke ich mal. Aber der Akku ist natürlich ruckzuck leer gezogen. Guckt euch das mal an. Wir hatten eben angebliche 50%. Seht ihr gar nicht. Aber ich sehe es. 50% hatte angezeigt, dass zwei seine Teile geleuchtet haben. Jetzt ist es schon so, wenn ich zwei anschließe gleichzeitig. Was ist da los? Wieso blinkt er jetzt schon? Kann doch nicht gerade zwei Striche verloren haben, nur noch einen haben. Also da, das Ding werde ich mir auf jeden Fall genauer ansehen. Werde das nochmal direkt in die Sonne legen, jetzt so lange wie möglich. Und dann einfach gucken, was an Kapazität rausfließt. Da bin ich echt gespannt. Gut, das soll es dazu gewesen sein. Link zu dem Ding ist natürlich in der Beschreibung. Und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Review oder App-Review. Bis dahin erstmal auf Wiederschauen.